Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Resident Evil 4. Ja, beim letzten Mal sind wir zusammen mit der guten Ada mit diesem Boot hier zu dieser Insel hier gefahren. Nachdem wir den guten kleinen Salazar besiegt haben. Und seinen Little Napoleon. Und nun steht nur noch ein Übeltäter, der Hauptübeltäter der ganzen Gedönse hier. Nämlich der gute Sadler. Mit dem wir ja beim letzten Mal auch schon ein bisschen geschnackt hatten. Sind wir nun auf der Suche nach einerseits Ashley, die hierhin verschleppt worden sein soll. Und natürlich auch Sadler, denn irgendwer muss ihm ja das Handwerk legen, ne? Oh Gott, ich höre sie schon. So, das schalten wir mal ganz kurz aus. Ja, dieses Help, das höre ich doch von 10 Kilometern Entfernung noch. Aha. Okay, ich konnte eben über... Also durch das Fenster konnte ich ihn treten. Warum auch nicht, ne? Warum auch nicht? So, klettern wir mal kurz hier rauf. Magnum Muni. Habe ich gerade irgendwen gehört? Ah ne, das brauchen wir glaube ich noch nicht. Das müssen wir später machen. Ach, hallo mein Lieber. Wie geht's denn so? Ich hoffe gut. Da kommen, glaube ich, gerade ein paar viele Leute. Ja. Au, 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 nein, nein, nein. Kann der Typ eigentlich auch mal sterben? Nein. So. Ja, natürlich wächst euch wieder allen was. Wo kommt ihr eigentlich alle her? Warum sind hier so viele? Kommt da hier rein. Meine Schmerzenshöhle. Ja gut, manche von denen haben Helm. Der sind natürlich nicht so gut. Mein Freund, du guckst nicht mehr ganz so gesund. Wächst euch jetzt eigentlich jedem was? Wieso treffe ich nichts? Mann, bin ich schlecht. Ich trete dich. Und ich messer dich, weil du verdienst. Und gewiss auch stehst. Oh ja. Das tust du. Du wolltest schon immer ein Messer im Gesicht haben. Oder, naja, war jetzt nicht im Gesicht, ne? Das war... Wo ist denn der Typ hier eigentlich gerade als? Der irgendwie nicht treffen kann.
So, jetzt haben wir die, den Laser. Oder eher gesagt, wahrscheinlich Lichtstrahl. Natürlich wächst ja auch was. So, ich glaube, jetzt haben wir Ruhe. Hoffe ich mal. Wäre zumindest ganz schön. Ein Kräutchen. Okay. So, warte mal, hier kam ich nicht hoch. Der Laserstrahl, wie geht der denn überhaupt? Mal gucken. Ich glaube, ich muss da hochklettern als erstes. Wir müssen den halt jetzt zu dieser Tür da bringen. Dafür müssen wir diese Spiegel hier benutzen. Ah, das kannst du sogar mit der Maus machen. Das macht das Ganze natürlich nochmal ein bisschen einfacher, muss ich sagen. Zumindest angenehmer zu lenken. Ansonsten müsste man halt mit dem Analogstick machen, ne? Aber so geht das Ganze doch ganz gemütlich. So, gut, dass man die Dinger auch so weit schieben kann. Und Sesam, öffne dich. Ja, wunderbarst. Haben wir diesen ersten kleinen Abschnitt schon mal geschafft. Und ja, man kann schon mal so viel sagen. Es ist eine Art Militärinsel. Ihr könnt damit rechnen, dass wir jetzt hier deutlich mehr Action-Passagen bekommen. Das auf jeden Fall. Also, wer fand Resident Evil 4 ist bis jetzt noch, warte. Ja. Das hatte ich noch im Kopf gehabt, dass da was kommt. Wer dachte, das Spiel wäre bisher actionlastig? Ja, der hat die Insel noch nicht gesehen. Hier ist nichts mehr mit Grusel. Gut, bisher war das Spiel allgemein noch nicht so mega... Wow. Gruselig. Der wollte mich aber richtig hier. Die wollten mich hier aber mal so richtig knuddeln. Man kann nicht verstehen bei Leon, ne? Ah. Okay, hier hätte man dann wahrscheinlich die Kisten sehen sollen. Und ein Motto, haha, guck mal, was du da verpasst hast. Oh, du hast es. Oh. Okay, dann halt nicht. Raufklettern, genau. Immer dem Help hinterher. Unsere Pistole ist einfach broken stark mittlerweile. Ich meine, sie hat 6,5 Feuerkraft. Das ist für eine Pistole eigentlich ganz okay, ne? Kann ich das Ding hier auch kaputt hauen? Kann ich? Ich weiß es gar nicht mehr. Nein, kann ich nicht. Gut, haben wir das auch rausgefunden. Ja, man sollte halt aufpassen, dass man nicht da in diesen Strahler hineingerät. Das wäre zumindest besser. Ja, guck mal, wie du ducken kannst. Das machst du richtig gut, mein Lieber. Au! Okay, ja, ja, ihr Spiel, lass mich mal bitte. Dankeschön. Du
gehst mal bitte weg. Jetzt mal sterben. Hä? War hier nicht einer eben noch? Oh, hier ist sogar ein Sprengfass. Ich glaube, damit kann man den... die Felsen da kaputt hauen, genau. Ah, genau, und da oben war ein Schatz. Stimmt. Der Goldluchs, genau, das gab's hier ja. Gib mal wieder ein Schätzelchen. Willst du mal da runter? Dankeschön. Ist natürlich... ich glaube, das ist nicht auf der Karte markiert, oder? Nein, wir haben ja noch nicht die Schatzkarte, ne? Entsprechend ist sie natürlich noch nicht hier drauf. Mir war doch eben noch einer. Mir war so, dass hier eben noch einer war. Der hat die anderen mitgekillt. Ich nehme meine Snipper. Fall da runter, so gehört sich das. Aua. Hörst du auf, mit deinem blöden Sprengkörpern hier rumzuschmeißen? Das kann ins Auge gehen, ja? Du willst doch keine Unschuldigen verletzen hier. Na, wahrscheinlich schon. Dem ja egal. Dem da auch. Was hältst du denn aus? Warum halten die alle hier so viel aus? Wo kommst du jetzt her? Wo kommen die alle her? Nein. Oh. Glück gehabt. Glück im Unglück. Au, okay, okay. Ja, ist ja gut. Ich sollte nicht mit euch rumspielen. Ich hab's ja verstanden. Und mit euch Penner nicht. Und natürlich wächst ihm schon wieder was. Und natürlich trifft er mich wieder. Nee, komm, ich hab genug Blendgranaten. Au! Was? Wieso fliegt die da durch? Leon, wie wirst du bitte? Der hat ihn ins Nichts geworfen. Was zur Hölle? Warum ist diese Aushöhlung hier? Zum Verstecken wahrscheinlich, okay. Meine Güte, war das gerade absoluter Bullshit. Und jetzt kommt natürlich keiner mehr. Ja gut, den Wagen hätte man nutzen können. Ist richtig. Hallo Händler. Es ist schön, dass du ganz viel rare Sachen hast. Ich nicht so sehr. Ja, Schatzkarte. Ach,
Hier ist die andere Magnum. Die Killer 7. Ein durchschlagender 45er Magnum mit geringem Rückstoß. Ist die Alternative zur Broken Butterfly. Man sieht, sie hat von Grund auf bessere Stats. Im Vergleich zur Broken Butterfly. Man kann sie aber auch kaum aufrüsten. Und ich kann euch so viel sagen, die Killer 7 lohnt sich null. Nicht wirklich. Wenn man sie einfach nur im Base nimmt, das ist sie besser. Ja, aber wie gesagt, man kann sie nicht so oft aufrüsten und all. Und es lohnt sich nicht, die zu kaufen. Gab es hier nicht sogar noch ein anderes Item mal? Weil man nicht. What are you buying? Okay, Broken Butterfly. Ah, die könnte ich jetzt auch schon fast aufrüsten. Geh mal so. Okay, Kapazität. Ja, natürlich. Und Sturmgewehr. Können wir uns ja schon den Explosivmodus kaufen? Erhöht die Feuergeschwindigkeit über die Grenzen der Waffe hinaus. Man kann schneller schießen, das war's. Also da lohnt sich das Ganze jetzt nicht so sehr. Das ist jetzt auch nichts, worauf ich jetzt gerade hinziele. Gab es hier keinen Speicher bei dir? Nein? Okay. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Aber wir haben uns ein bisschen Munition gespart. Mein, guck mal, 12 Schuss mit der Magnum jetzt so. Die haben jetzt 26 Schuss, also, ja. Da können wir noch schön... Ach, da ist sogar ein Speicher, okay. Hab ich irgendwie nicht gesehen, dass der hier ist. So, warte mal, da kam jetzt gleich Gegner. Nein. Ah, zwei auf einen Schlag. Da oben Munition hinterlassen, die kann ich nicht einsammeln. Nee, das war Geld. Genauso schlimm. Menno. Ach ja, ich verwechsel gerade etwas. Hier ist ja der Weg, den Leon nimmt. Und dabei belasse ich es mal. Okay. Verdammt. Ja, in diesem Abschnitt kommt ein bisschen Grusel hervor. Würde ich schon fast sagen. Ich trete dich, denn du verdienst es. Du mit deiner komischen Stacheldrahtmaske. Der natürlich schon wieder was wächst. Ich könnte Kotzen kriegen bei euch. Warum wächst hier eben was aus dem Kopf? Dosen und Gläser, alles haltbar. Erinnert mich an meine Militärzeit. Was haben sie denn hier Schönes? Ja, Gemüse. Dosenfutter. Obst. Ja, sieht ja gar nicht mal so schlecht aus, oder? Ich glaube, damit kommt man irgendwie um die Runden. Ja, die machen ja steht sauber. Oh, du brennst doch schon. Na, hat sich wer erschreckt. Ich hoffe doch. Das Fleisch ist vergammelt. Allerdings hätte ich jetzt gern ein schönes Steak. Was? Hier sind sogar überall die Maden und drauf. Alter. Das ist nicht nur vergammelt. Aber was hat der Typ jetzt denn gemacht? Ja, das frage ich mich auch. Handgranate im Stinkewaschbecken. Wie dreckig.
Ja, okay. Sauberkeit und Hygiene halten die nicht allzu viel von, oder? Machen das die Parasiten? Dass die so denken? Okay, das kommt gleich erst. Nämlich nur. Oh, was haben wir denn da gehört? Du hast aber einen großen Hammer. Kann ich den mal aus der Nähe betrachten? Gott, dieses Held Million. Ich gehe mal ganz woanders hin, ne? So, da haben wir den Schatz. Ich meine immer so schöne Geräusche, wenn man die killt. Gott, Ashley, halt's Maul. Nerv mich nicht, ich bin ja auf dem Weg. Was haben die denn hier gegessen? Das will ich gerne wissen. Mal so wie die aussehen, essen die jetzt nicht allzu viel, ne? Zumindest nichts Gesundes. Ja, ist ja gut, Ashley. Nee, falsche Richtung. Komm, wir lösen sie mal. Du sprichst mir aus der Seele, mein Freund. Ja, ich kenne den Weg, also. Na, was haben wir denn hier? Hier von Ashley. Zwei Typen, die sich die Hand schütteln. Das Bild vom Präsidenten. Gehen wir von aus. Okay, das ist irgendwas Spanisches, das kann ich nicht übersetzen. Das kann ich allgemein nicht übersetzen. Ja. Ich glaube aber mal, Leute, ich mache hier einen kleinen Cut. Das war's mit Resident Evil 4 für heute. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst doch gerne ein wenig Feedback da. Positiv oder negativ bleibt euch belassen. Gerne mit einer kleinen Begründung, was euch gefallen hat und was nicht. Und ja, immer freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet. Wenn wir weiter auf die Suche nach Ashley gehen. Ja, bis dahin. Ciao, ciao, Leute.